You're ready. Du bist immer fertig. Der macht gar nicht aus. There we go. Schönen guten Abend. Dann erzählen Sie uns doch mal was über die Entstehung Ihres Stückes. Ich habe den großen Vorteil, eine ganz clevere Idee gewesen, dass ich immer, wenn ich eine gute Idee habe, dann schreibe ich die auf. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann habe ich so eine Liste und dann schreibe ich das auf eine Liste. Und auf diese Liste, dann habe ich dann zwei Listen und drei Listen und dann packe ich diese Liste in einen Hefter. Und wenn es dann an der Zeit ist und man braucht einen Titel, dann geht man da an diesen Hefter und guckt nach. Und dann haben drei Zeilen haben miteinander konkurriert, die eine unglaubliche Eloquenz und einen hervorragenden Wortwitz besaßen, die so auf dieser Welt noch nicht existierten. Und ganz am Ende kam eine vierte Zeile, ein bisschen wie im Märchen sozusagen. Es kommen erst die guten Feen und dann kommt die letzte Fee mit einem Wunsch. Und das war der Satz, wir müssen die Mühle unseres Vaters verkaufen. Es fällt einem sofort auf, dieser Satz springt einen nicht an. Er hat Besseres zu tun. Und er ist eher nett und kommt herein und setzt sich dazu. Wir müssen die Mühle unseres Vaters verkaufen, Frank Kafka. Wir müssen die Mühle unseres Vaters verkaufen. Wir müssen die Mühle unseres Vaters verkaufen, Bertolt Brecht. So, herzlich willkommen, wir fangen an mit der zweiten. Ne? Wir müssen die Mühle unseres Vaters. Irgendwann werde ich wahnsinnig, wenn ich das immer. Wir müssen die Mühle unseres Vaters. Aber es wird schon noch gehen für heute Abend. Wir müssen die Mühle unseres Vaters verkaufen, Heinrich von Goethe. Wir müssen die Mühle unseres Vaters verkaufen, kann man noch so pathetisch sprechen, wie man eben nur möchte. Es bleibt trotzdem immer unhip. Und für ein Wiedersehen bereit mit diesem holden, wirren Herrn, lasse ich mich auf ein Stündchen ein, denn ach, die Liebe hab ich gern. Die Mühle lasse ich nun allein, der heutige Tag, der ist für mich, erst morgen werde ich brav parieren, die Mühle lasse ich nun im Stich. Was soll da schon passieren? Sag's dir. Es ist eine Art von Verklausulierung eines Besseren. Gar nicht, also zum Beispiel die Flut, die auf den Horizont zuströmt. Das ist Ebbe. Ja. Nachdem Sie den Titel dann festgelegt hatten, dann haben Sie ja wahrscheinlich erstmal nur die Recherche gestartet. Ja, die Freude war groß erstmal. Die Freude war sehr groß. Mit diesem Titel möchte ich nun 2 Jahre durch die Welt ziehen. Man bindet sich ja auch ein bisschen dann an das, an dieses Motto. Unheimlich wird es eigentlich, es ist auch gerade bei so einem unprätentiösen Titel hatte ich erwartet, dass nicht viel zu holen ist. Dass das einfach immer charmant verpufft. Und sobald man versucht, dem Ganzen irgendwie so in bester Menschennatur dem Ganzen Sinn zu geben, ja, und irgendwie eine Metaphorik zu sehen oder so, dann würde dieser Titel in seiner Freundlichkeit einfach ausweichen und sagen, wir müssen die Mühle unseres Vaters verkaufen. Und man käme nicht weiter. Das war das, was ich erhofft hatte. Ich musste aber schon am Abend der Premiere feststellen, das funktioniert nicht. Es kamen gleich am Abend der Premiere 2 Leute und haben gesagt, oh, das war ein ganz schönes Programm. Das hat mir auch der Titel, ja, er hat mir zu denken gegeben. Das fand ich sehr interessant. Und ich werde ab jetzt sofort morgen auch anfangen, die Mühle meines Vaters zu verkaufen. Und ich habe gedacht, oh Gott, was kann man noch machen? Sogar darin wird irgendwas gesehen. Und das Schlimme ist, dass wenn man so ein Stück dann über Monate aufführt, kommt man auch an den Punkt und sieht irgendwann auch einen Sinn drin. Jesus Christ. Nun, um nochmal auf die Recherche zurückzukommen. Ach ja, Recherche ist das Wichtigste. Vorbereitung ist alles. You always got to be prepared, but you never know for what. Vorbereitung ist das A und O natürlich im Cabaret und so habe ich natürlich angefangen, sofort mich einzuschließen in meiner Wohnung und mit Bergen von Büchern auszustatten, um zu recherchieren.
was, wer sich vielleicht diesem Thema auch schon gewidmet hat, um nicht irgendwie in ein, wie sozusagen, um nicht auch in die falsche Richtung zu arbeiten. Ja, man setzt sich hin und schreibt wochenlang ein Theaterstück, um dann festzustellen, ha, das hat schon jemand gemacht, das Theater. Dieses Thema gab es schon. Ja, ich habe über den Zweiten Weltkrieg auch mal ein Theaterstück geschrieben. Ja. Und dann kam Thomas Bernhard. Und die Sache war durch. Ich musste alles direkt Makulatur. Ja. Und als ich dann anfing, über das Mühlenthema zu recherchieren, hat sich das sehr schnell erledigt, selbst viel zu verfassen. Das sind nämlich alles Originaltexte von jedem Autor, der Ihnen jeder Autor, der Ihnen einfällt, hat ein, denken Sie nach, genau der, hat auch eins. Nennen Sie mir irgendeinen Autor. Goethe. Ja, hat ein Stück über die Mühle geschrieben, genau. Goethe hat auch sich dem Thema gewidmet, ist auch verfilmt worden und so weiter. Ja, habe ich erst später dann erst entdeckt. Und da braucht es dann... Was? Schiller auch. Mühlenstein 1, Mühlenstein 2 waren auch sehr, sehr bekannte Theaterstücke. Und dann habe ich gedacht, na, dann mache ich doch eine Art ein Best-of. Ja? Ich habe mich hingesetzt und habe 123 oder 1234 Theaterstücke und Dramen und Gedichte zum Thema der Mühle gelesen. Ich habe mich hingesetzt und habe mir ein unglaubliches Repertoire erlesen. Und aus diesem Repertoire dann quasi nochmal erlesen, wenn ich das so sagen darf, nicht wahr, erlesen als altes Wort für auswählen. Ne? Und habe dann die besten Texte ausgewählt und eine Art Best-of-Mühle gemacht. Ja. Ein windiges Thema. Kriegen wir einen Jingle? Ah ja. Ja, nur so kurz. Ja, danke schön. Wir beginnen. Nein, okay. Nein. Wap babalula, wap bam boom. Ich habe sofort in dieser Begeisterung natürlich gemerkt, es muss noch ein, brauche noch eine Musik. Eine Musik ist immer gut, Musik ist immer. Und habe meinen alten, treuen, einzigartigen, großartigen, gut aussehenden, charmanten, leicht autistischen Kollegen Sebastian Giron von Schlecht angerufen und ihm gesagt, du glaubst nicht, was ich gerade herausbekommen habe. Es gibt, wir werden ein Programm machen, ich kann es dir, ich sehe es vor mir, ich visioniere es. Es wird heißen, wir mussten die Mühle unseres Vaters verkaufen. Und Sebastian hat gesagt, was? Und ich habe gesagt, ja. Er war beeindruckt von, er war ganz hin und weg von dieser, er war eigentlich mehr weg als hin von dieser guten Nachricht. Und so haben wir ein weiteres Kapitel Kunst zusammengeschrieben. Wir haben schon viele, viele Jahre vorher immer zusammengearbeitet an kleineren Sachen, an allen möglichen Polka-Theater-Projekten mit Text und Geige und Klavier und roten Jacketts. Und über die Jahre merkt man auch, wie ähnlich man ist. So wie alte Ehepaare ein bisschen. Man wird sich immer ähnlicher. Ja? Es gibt schon viele Leute, die uns gar nicht mehr auseinanderhalten können. Wenn wir uns jetzt einen Hund kaufen würden, würde der auch bald so aussehen wie wir. Eigentlich sehen wir sowieso ein bisschen aus wie Hunde schon. Dann kommt eine Straße, ja noch eine Straße, und dann geht es allen fein. Dann kommt ein Stadtpark, ja noch ein Stadtpark, alles nah, alles kompakt. Dazu ein Schild hin, ja noch ein Schild hin, dass der Hund den nicht gekackt. Wie bereiten Sie sich denn auf so einen Auftritt gleich mal vor? Das ist alle. Was? Nochmal mit dir, was war die Frage? Wie bereiten Sie sich denn auf ein Stück vor? Um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich fand das immer langweilig. Man muss sich vorstellen, man muss dann da wochenlang oder vielleicht auch Tage oder stundenlang sogar dann üben. Dann
den Hauptvorteil, den ein Bühnenstück, eine theatralische Darbietung hat gegenüber zu allen anderen künstlerischen Medien, also Film oder DVD, nicht wahr, ist ja das Risiko des Bruches, also dass etwas schiefgehen kann. Und dass es immer anders ist, dass jeder Moment, wenn Sie eine Vorstellung dreimal gucken, ist ja nicht so wie die davor. Wenn Sie einen Film dreimal gucken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gleich ist, doch, nicht wahr? Yippie-i-yay, Schweinebacke, ist immer gleich. Da ändert sich nichts dran. Während im Theater ist das halt ganz spannend, ja. Es kann ja sein, dass ich den Text nicht wüsste oder sowas. Und Sie wären vielleicht live dabei. Wavoom. Der Gott, er schuf viel. War das Tunika? Ich weiß es nicht mehr. Verändern Sie auch... Was ist das eigentlich? Verändern Sie auch Ihre Frisur? Auch. Nein. Nein, die ist so. Im Prinzip ist es etabliert, dass Kabarett an sich natürlich eine konzertante Kunstform ist. Ja, also es reicht vollkommen aus mit einer bescheuerten Frisur und einem schier sitzenden Jackett oder sowas auf Tour zu gehen. Man sieht, das habe ich schon gelernt. Da ist niemand einem böse für. Aber ich hätte schon auch gern noch mehr Shishi auf der Bühne. Ja? Es wäre schon schön, wenn man hätte vielleicht ein Konfetti oder ein Alligator oder ein Lemuren mit auf der Bühne. Gut, Sebastian ja eh. Aber das müssen wir schneiden später. Aber das Problem halt an einer großen Equipmentliste oder sowas ist einfach, das lässt sich logistisch nicht stemmen. Das heißt, man muss einfach dann in der... Oder ich mache das sehr gerne, dass ich dann einfach in der jeweiligen Spielstätte mich vorher umgucke und sage, was haben wir hier? Ein Klavier. Kann man das irgendwie einbauen? Klavier ist jetzt in dem Fall obligat, aber man kann gucken, was sonst noch irgendwie da ist. So, das ist so viel dazu. Was ist das da hinten noch für eine Deko? Ist die Standard oder ist das ist griechisch, oder? Der kleine Pimmelgott. Schön. Prima. Aber es ist immer anders. Und das ist natürlich noch mehr gegeben, wenn man gleichzeitig zu faul ist, um seine Texte vorzubereiten. Ja. Dann hat man noch mehr die Möglichkeit des Improvisierens auch. Ja. Das heißt quasi, ein fester dramaturgischer Bestandteil ist eben Improvisation. Und das führt dann vielleicht mal in eine Sackgasse, aber auch da kann es ja sehr schön sein. Viele Leute sind andauernd in Sackgassen und kommen da eigentlich ganz gut klar. Tafalco in Ponta Burns ist eine US-amerikanische Trash-Blues-Legende, die ich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren sehr bewundere, wenn ich das so sagen darf. Ich habe Tafalco dann im letzten Jahr persönlich kennengelernt und schon kurz darauf all meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, vielleicht hätte er ja Lust, sich in irgendeiner Form der auditiven Entree-Situation dieser neuen CD zu widmen. Und siehe da, er hat auch sofort zugestimmt, was ich nicht erwartet hätte. Er hat gesagt, oh, well, yeah, I'd love to join your sardonic cabaret program. Wir müssen die Mühle unseres Waters verkaufen. Er sagt immer Water. Er sagt immer, es ist immer wie ein Vogelwau. Aber er kann das ja nicht wissen. Good evening, ladies and gentlemen. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Il faut vendre le moulin de notre père. Wir haben dann geübt. Wir haben dann am Telefon geübt, wie man das alles ausspricht. Nachts. Hier war es nachts, da war es Tag in Memphis. Wenn es hier Mitternacht ist, das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn es hier Mitternacht ist, hier in Berlin, dann ist es dort in Memphis 17 Uhr. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen wollten, aber... Schaden kann es nicht. Zu welchem Genre würden Sie denn Ihr Stück ordnen? Ich nehme mir da ein bisschen die Freiheit, immer
die Genrefrage auszulassen. Der Berufsberater damals hat davon nichts gesagt. Er hat gesagt, das würden andere machen. Ja, manchmal tun sie das. Manchmal tun sie das auch. Und dann sagen sie, es sei Kabarett oder Comedy oder Lesung. Und das ist mir alles auch recht. Ich glaube nicht, dass ich mir den Anspruch nehmen kann, mich auf der einen Seite zu verwehren und das Ganze nicht zu definieren und auf der anderen Seite dann auch noch sage, nein, ist keine Comedy, nein, ist kein Kabarett, nein, ist keine Lesung oder sowas. Obwohl es das auch mal gab, dass jemand mal Comedian geschrieben hatte, was mir persönlich, wie soll ich sagen, es hat mich weder Press noch interessiert. Aber lustig wird es dann eigentlich immer erst, wenn so eine Einordnung stattgefunden hat, wenn ein Comedian, ja, spätestens 2 Wochen später ruft irgendjemand an und sagt irgendwie, was? Hätte ich Comedian genannt? Das lässt dir gefallen? Das wäre Verrat am harten Los des Kreativen, am nächstens, nächtens darbenden Devianten oder so. Hm? Ja, ich meine, sicher. Als Hölti so alt war wie ich, war er schon 3 Jahre tot, ne? Es ist ein anarcho-syndikalisches Textkabarett. Es ist ein Kabarett. Das muss ich immer noch mal sagen. Ich schreibe immer, es ist ein Kabarett. Mit einem T. Ganz klar. Ja, und dann guckt man später in die Presseerklärung und dann schreiben sie immer noch ein T dazu. Und dann haben sie immer ein Kabarett. Ein Kabarett. Das ist wie ein Barett oder so. Das ist ein ganz hässliches Wort. Kabarett. Es ist ein Kabarett, wie man das in Österreich ausspricht. Gell, Spunzer, ein Kabarett, das ist immer fein. Das ist die Hölle jetzt. Jetzt geht's fährt hinab. Da ist dann Rauch, den haben wir schon. Feuer auch und Wasser, alle Elemente, Erde. Bei Lichte betrachtet ist wahrscheinlich alles, was ich schreibe, eine finstere Angelegenheit. Es ist ein bisschen wie in russischen Volksliedern oder sowas. Das ist immer eigentlich ein trauriges Szenario. Die liebste und holde, brave Tochter, die jüngste, soll dann an den fremden Zaren in der Ferne weg verheiratet werden. Das ganze Dorf ist... Aber am Ende, nach 1-2 Strophen, kommt dann doch irgendwie Stimmung auf. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen so. Denn niemand wird dazu geboren, niemand ist geauftragt worden. Niemand wird dazu geboren, niemand ist geauftragt worden. Ist doch klar. Da gab es Hilfe vom Papa Autor. Und Mama wiederum bekam diesen Tipp von ihrer Mom. Vielleicht kommt sowas dann, wenn man als Kind zu viel Papier gegessen hat oder so. Man hat mir gesagt, ich hätte immer Papier gegessen mit 5 oder mit 4. Vielleicht doch mit 5 oder so. Das war vielleicht, als man noch nicht rauchen durfte oder so. Da hat man dann immer, da hat man später dann gemalt dann drauf und dann geschrieben. Und erst später wurde man dann vermenscht. Oder zermenscht. Ja, man muss sich ja immer vorbereiten auf so einen Abend, nicht wahr? Und dann habe ich, die war schon 2. Semester. Und dann habe ich, habe ich mich natürlich vorbereitet auf diesen Abend. Das kann man nicht machen. Man kann nicht unvorbereitet in so einen Abend gehen. Es gibt, habe ich mir vorhin extra noch rausgesucht, man muss auf sowas immer vorbereitet sein, wie ich schon gesagt habe. Vorbereitung ist das A und O, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, Mündung und Quelle in einem. Wenn man jetzt einmal über Kunst gesprochen viel, wenn man jetzt sagt, der Karl Kraus hat gesagt, Künstler ist jemand, der macht aus einer Lösung ein Rätsel. Zitat Ende. So haben wir das auch, ne?
Tag wusste ich, dass man There we go.